Willkommen in Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, heute habe ich ein Glossy Box Sale Unboxing Video für euch. Bevor ich euch aber verrate, was ich da alles geshoppt habe und bevor wir wirklich hier in diesen Boxen abtauchen, wollte ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, ich freue mich riesig, wenn ihr Bock habt, mir ein Abo dazulassen. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Dann verpasst ihr nämlich auch kein Gewinnspiel mehr. Ich habe immer einiges an Gewinnspielen für euch parat. Auch gerade aktuell laufen noch zwei. Schaut da unbedingt noch vorbei. Und auch heute wird es natürlich ein kleines Giveaway geben. So ganz spontan. Muss ich mal gucken. Alle weiteren Infos, wie ihr dann daran teilnehmt, erfahrt ihr unten in der Box. Ja, und zu diesem Glossy Box Sale angefixt hat mich die liebe Claudia von Claudis Welt. Deren Video dazu ist schon online gegangen, da habe ich jetzt aber noch nicht reingeschaut, weil ich mich noch so ein bisschen überraschen lassen wollte. Das werde ich aber danach mir auf alle Fälle angucken und ihr Video verlinke ich euch einfach mal unten, weil die machen auch immer super viel Spaß und wenn ihr nach meinem Unboxing noch nicht genug habt, dann könnt ihr direkt bei ihr weitergucken. So, das mal nur kurz vorne weg und ja, dann wollte ich sagen, ich habe dieses Mal wirklich, ich habe noch krasser zugeschlagen als letztes Mal. Ich glaube, letztes Mal hatte ich 5, 6, 7 Boxen, ich weiß gar nicht mehr. Und dieses Mal habe ich tatsächlich 8 Boxen. Ich habe ein 3er-Bundle und ein 4er-Bundle und noch eine Männerbox bestellt. So, gekommen ist bisher, sind bisher diese 4 Boxen, die ihr auch im Thumbnail gesehen habt. Die Männerbox und drei Boxen, das 3er-Bundle. Das war quasi das Frankreich-Bundle. Und ich hatte noch dieses Schweden-Bundle. Das 5er-Bundle habe ich nicht mehr erwischt, da war ich zu spät. Aber ja, und auf das 4er-Bundle warte ich noch. Ich hoffe, dass es noch kommt. Ich hoffe nicht, dass die irgendwie vielleicht jetzt doch Lieferengpässe haben oder so. Wir lassen es überraschen. Nicht, dass ich nicht genug Kosmetik hätte, aber ja, ich hätte es schon gerne gehabt, diese schwedischen Sachen. Also irgendwie, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn das noch kommt. So, für diese hier habe ich jetzt gezahlt. Das war einmal das 3er-Bundle. Diese drei hier haben 21 Euro gekostet. Und das die Männerbox, die habe ich für meinen Liebsten noch mitgenommen. Die hat 8 Euro nochmal gekostet. Und die habe ich, jetzt heute gelernt aus meinem Fehler, ich habe einmal alle zumindest aus diesem Umverpackung rausgeholt, damit wir direkt in die Boxen reingucken können, da nicht noch so viel Zeit verlieren mit diesem Rumgeraschel. Und dann starten wir mit der Männerbox, die ich mit meinem Mann schon mal einmal angeschaut habe, weil ich natürlich auch seine Reaktion darauf wollte. So sieht die aus. Ich glaube, diese Männerboxen, die sehen, haben immer dieses Anthrazit, diesen dunklen Ton. Ist jetzt die erste Männerbox, die ich habe. Und auch hier ist natürlich wieder so ein Glossy-Box-Info-Ding drin. Und dieses Thema, die hat ein Thema La Selection du Dandy, also die Dandy-Box. Und hier sind natürlich auch alle Produkte quasi dabei und ja. Und dann zeige ich euch die einfach mal und sage euch auch jeweils kurz, was mein Mann dazu kommentiert hat. Das Erste, was uns irgendwie ansah, also so guckten wir dann drauf, wir haben die aufgemacht, so. Und dann war es mal so, oh, okay, ja, Tuchmaske. Habe ich gesagt, die machen wir dann mal irgendwann abends beim Netflixen zusammen. Da machst du dann diese hier. Die ist von Kirines oder Kirins Man Wrap Hydratant. Und ja, was kann die alles? Also hydratisieren, purify, reinigen, beruhigen, schützen, alles Mögliche, ja. Es ist so die All-in-One-Mask, eine reinigende Feuchtigkeitsmaske. 10 bis 20 Minuten, weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt so lange dazu kriege, aber wäre gar nicht so verkehrt. Vor allem ist es jetzt, wenn es endlich mal ab und zu ein bisschen wärmer wird, ist ja auch jemand, der ein bisschen unter der Hitze leidet und dann ist ja vielleicht sowas Erfrischendes, Reinigendes gar nicht verkehrt. Vielleicht kriege ich ihn heute Abend dazu, die mal auszuprobieren. Ja, also mal sehen. Ich hatte ein bisschen, ehrlich gesagt, auch wenigstens auf einen kleinen Duft gehofft, ja, weil sowas kann halt dann echt brauchen. Was ein bisschen schade war, was bestimmt ein ganz tolles Produkt ist, aber womit er tatsächlich einfach leider nichts anfangen kann, ist diese Bartseife von Bart Royal, wobei wir da gucken müssen, also da habe ich zum Beispiel, hätte ich auch meinen kleinen Bruder, der da für Verwendung hat, muss man mal gucken. Kokos. Kokos ist jetzt auch vielleicht für einen Mann als Bartduft auch ein bisschen, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so. Und achso, die Maske hätte übrigens, oder die kostet 3,90 Euro. Und diese Bartseife, das ist auch eine Originalgröße, 100 ml, die würde um die 13,12 Euro kosten. Jetzt ist natürlich schlauerweise, natürlich, weil es ja
Obwohl, das war gar keine französische. Aber auf alle Fälle ist hier in Französisch drin, ist aber Wurscht, ja. Die ist auf alle Fälle vegan, was ich hier entnehmen kann. Dann ist da alles mögliche. Mandelöl ist drin, Kokosöl, Jojoba, Vitamin E. Ja, zur Not kann man es dann, wie gesagt, als Shampoo benutzen oder wie gesagt, man schenkt es dann halt einfach weiter. An sich, vom Packaging sieht es sehr witzig aus. Bad Royal ist wohl die Marke. Ja, vegan, tierversuchsfrei. Ja. Mehr als nur royale Pflicht. Naja, gut. Also, mal schauen. Nicht zu lange aufhalten. Weiter. Wir haben noch so viele Boxen. Okay. Also, die haben wir. So, dann, was war noch drin? Hier von Dr. Paw Paw Original Balm. Und das ist einfach so ein Multipurpose Pflege, Soothing Balm. Also einfach irgendwie so eine Pflege für Lippen, Haut, Haare, Beauty Finishing, auch geil, Nagelhaut und Nägel. Ohne irgendwie Duftstoffe. Und pass auf, also das ist halt einfach so ein. Alles in allem irgendwie. 25 ml sind da drin, ist auch wieder eine Originalgröße. 8 Euro kostet die. 100% natürlich und schützt vor allem Möglichen. Also auch vor UV steht hier auch, also auch vor Sonneneinstrahlung. Also wirklich ein Multifunktionsprodukt. Ja, also so ein Lippenbalm oder sowas benutzt man tatsächlich auch mal immer wieder, hat immer wieder auch mal. Aber dann halt auch eher im Winter so gerissene Lippen oder so. Aber ach, also das kommt wahrscheinlich zum Einsatz. Da wusste er, also da fand er das Packaging ganz cool. Ja, so, dann eins, was er definitiv benutzen wird, ist leider nur ein Mini drin, aber ist auch wunderbar. Da ist so ein Shampoo von Bonacure, also von Schwarzkopf Professional und zwar von dieser BC Bonacure Linie Hair Therapy. Und das ist das Oil Miracle Shampoo. Und das hatte ich aber auch schon mal. Das ist gar nicht unbedingt Männer definiert, glaube ich. Und das ist auch für alle Haartypen. Und ja, also das ist wiederum eine praktische Größe für unterwegs. Er hat ja dann, wenn es irgendwann wieder losgeht mit den ganzen Reisen, kann er sowas definitiv gut gebrauchen. Es kommt dann einfach ins Reisenecessaire und dann hat er da immer sein Shampoo dabei. Also das ist echt eine gute Sache. So, und dann sind noch, doch zwei Sachen sind noch drin. Eins, das finde ich ganz geil, leider auch so geguckt, weiß jetzt nicht, ob er das verwendet. Das ist so ein Augengel und das ist von der Marke Monu Skin for Men, All Skin Types, ja. Ein vitalisierendes Augengel und das, ja, morgens, abends soll man es auftragen. Das hat ein bisschen Aloe Vera drin, ist ja auch nicht verkehrt, aber vielleicht stippert sich ihm das auch mal gucken. Solche Sachen kann man ja auch wunderbar dem Liebsten klauen. Nein, das soll er schon selber verwenden. 15 ml sind da drin und kostet auch in der Originalgröße 23 Euro. Ach, ich guck mal, ob ich euch jeweils hier immer noch irgendwie einblende, was jeweils die einzelne Box gekostet hat und was an Wert drin gesteckt hat oder ob ich euch das unten reinschreibe. Mal gucken. Also entweder unten schreibe ich es euch rein oder ich blende es euch dann jeweils hier immer nach der jeweiligen Box ein und am Ende auch nochmal gesamt. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also ihr seht hier entweder irgendwo Preise oder unten in der Box guckt ihr nochmal nach. So, dann, genau. Also es sind jetzt hier irgendwie sechs Sachen sind drin gewesen. Tatsächlich sehr, sehr viel in Originalgröße, was ganz cool ist. Ach so, eins habe ich noch vergessen. Stimmt, dieses kleine Dingsi da. Da ist hier noch so eine kleine Seife. Das ist jetzt keine Originalgröße. Das ist so ein Mini. Und das sind irgendwie 20 Gramm. Dudu Osun, ich glaube, das schwarze Seife, sagt mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was soll man damit machen? Einfach eine schicke, ich glaube halt, ja, schwarz finden doch Männer immer so toll. Keine Ahnung, das ist ein Schmarrn. So sieht die aus. Sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Aber riecht jetzt auch nicht so schlecht. Aber das ist auch sowas, wo ich jetzt nicht weiß, also keine Ahnung. Wenn man jetzt irgendwie so, ja, keine Ahnung, also. So ein Seifenstückchen, mal verkehrt ist auch nicht, aber keine Ahnung, ist er jetzt auch nicht. Also er hätte sich, glaube ich, total gefreut, wenn da irgendwie halt sowas Richtung Aftershave oder Duft oder so ein Rasier, so ein bisschen so ein Rasurgel nach der Rasur sowas drin gewesen wäre, weil sowas nutzt er dann halt tatsächlich auch. Aber an sich ganz nette Sachen. Ja, also ich finde, ganz ehrlich, für 8 Euro. Kannst du da nicht meckern. Das ist echt ein super Schnäppchen. Ja, das
das war eine Box Nummer 1. Box Nummer 2, bin ich jetzt echt gespannt, weil ehrlich gesagt, hatte ich in meinem letzten Glossy Box Sale vor einem Jahr, war das, oder? Halben Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Hatte ich die Mary Poppins Box schon mal. Jetzt bin ich gespannt, ob da jetzt natürlich dieselben Sachen drin sind. Nicht, dass ich mich so unbedingt erinnern könnte, aber vielleicht, wenn ich sie sehe, dann schon. Keine Ahnung. Aber dass die Box nochmal da ist, da freue ich mich tatsächlich, weil die finde ich wahnsinnig schön und die habe ich eben auch schon verschenkt. Und ach, ist irgendwie ganz nett. Jetzt habe ich die dann doch nochmal selber. Mal schauen. Ich finde die einfach auch, und auch selbst kann man auch trotzdem wieder, finde ich, so schön verschenken. Also die finde ich wirklich so nett gemacht. Lass uns mal reinschauen zusammen. Ich plapper hier schon wieder viel zu lang. So, Glossy Magazine ist drin. Tschitschip, so sieht die aus. Rotes Schleifchen, wir öffnen mal. Und da ist die Mary Poppins Edition. Als wird jetzt schon dasselbe sein. Wird schon werden schon dieselben Sachen drin sein, oder? Oder? Sind es dann die von der... Weil das ist ja eine französische Box. Okay, dann könnte es natürlich schon sein, dass da jetzt... Ich glaube, da sind andere Sachen drin. Ah, das wäre natürlich ganz cool, wenn es nicht wieder dieselben wären. Raschel, raschel. Ich mache es ganz vorsichtig auf. Und dann schauen wir mal, was drin steckt. Oh, da ist viel dekorativ. Da freue ich mich. So sieht das aus. Ich glaube tatsächlich, das sind alles Produkte, die bisher noch nicht in der anderen deutschen, also in der deutschen Mary Poppins Edition nicht drin waren. Das ist cool. Sind da echt die Preise jetzt diesmal? Ja, sind auch die Preise. Doch, sind alle da. Gut, dann starten wir mal. Es ist hier, fange ich gleich mal mit dem an, ein Lip Balm von Icona Milano. Sagt mir gar nichts die Farbe, die Marke. Aber allein dieses Teilchen schon. Seht ihr das? Das ist so, sieht aus wie so Glitzer, Schimmer irgendwie, Silberzeug, keine Ahnung. Icona Milano sieht super schön aus. Jetzt machen wir mal auf, was das für eine Farbe ist. Oh ja. Das ist so ein, ich mache mal hier auf weiß, dann seht ihr es. Oh, und riecht auch lecker. Das ist so ein, wie gesagt, nachdem es ja ein Balm ist, wird es halt wahrscheinlich dezenter von der Farbe sein. Den werde ich definitiv selber behalten, deswegen werde ich mal versuchen, euch den einmal zu swatchen. Ich weiß gar nicht, ob es so viel Farbe abgibt. Ah doch, gar nicht so zart. Ach ja, toll, wunderschöne Farbe. So ein Rostrot, ja, und als Balm finde ich sowas ja super. Ich habe jetzt heute natürlich schon was drauf. Das könnte ich dir echt direkt mal ausprobieren, aber also toll. Quasi so ein Labello mit Farbe. Und sehr dezent und pflegend. Wunderbar. Was steht hier noch? Ich kann ja echt nur so ein bisschen schulfranzösisch rudimentär. Es reicht so gerade so. Das ist auch eine Originalgröße, 5 Gramm und würde normalerweise 17,90 Euro kosten. So. Und wie gesagt, ist halt feuchtigkeitsspendend, hat Kakaobutter drin. Das kann ich noch lesen. Ja. Wunderbar. Also... Schon das erste Produkt richtig. Also ich liebe ja, ich bin ja so ein dekoratives Girlie. So, dann haben wir hier ein Pinceau à Lèvres, also ein Lippinsel drin von Glossybox selber. So sieht der aus. Auch nicht verkehrt, kann man aber auch für was anderes nehmen. Ich finde diese Art Pinsel, finde ich auch immer super für so quasi am unteren Wimpernkranz. So. Doch, schaut schick aus, mag ich auch mit diesem Roségold. Und diesem zarten rosa Nude-Ton von Glossybox, dieses klassische Glossybox-Rosa, sehr hübsch. Der hat ist auch natürlich eine Originalgröße und hat einen Wert von 6,30 Euro. Achso, logischerweise 21 Euro hat das Dreierbundle gekostet. Jede Box hat dann logischerweise 7 Euro gekostet. Und jetzt bin ich mit zwei Produkten schon, oder mit dem ersten Produkt war ich ja quasi schon über den, deutlich über den Wert. Ne? Also wir sind jetzt schon bei... 24,50 so ungefähr und die Box hat gerade mal 7 gekostet und wir haben hier noch lauter schöne Sachen drin. So, dann haben wir als nächstes eine Marke, die ich auch überhaupt nicht kenne. Das ist jetzt aber keine Originalgröße, das ist eine oder? Nee, doch, nee, es ist keine Original. Die Marke, wenn ich es richtig verstehe, ist Context, so sieht es aus. Die Originalgröße, die 120, würden 30 Euro kosten, jetzt sind da 30. Also 30 durch 4, also so um die 7 Euro sowas ungefähr. Mikroderm Regenerator. Und was soll der machen? Ist das jetzt noch was Cremiges? Nee, ach, das ist ein Cleanser, okay. Also es ist eine Reinigung, die auch leicht peelt. So. Aber sowas finde ich auch nicht verkehrt.
so eine ganz gute Größe. Ist auch nicht schlecht für den Urlaub. Weil man doch manchmal, finde ich, gerade so, wenn man dann so im Sommer so eine Strandurlaub, so ein bisschen, finde ich es manchmal, ne, dann, wenn sich doch die mit der Sonnencreme und dann peelt sich doch manchmal, da hat man doch so manchmal so Hautschüppchen, die dann so mit so. Und dann finde ich so ein Produkt dabei zu haben gar nicht verkehrt. Ich würde im Sommerurlaub nie so ein riesiges Peeling oder so mitschleppen, aber sowas hier würde ich mir, glaube ich, reinschmeißen, dass wenn man es dann doch mal so ab und zu ein bisschen braucht, finde ich es gar nicht so verkehrt. Also, werde ich mir auf alle Fälle mal anschauen. Ich glaube, das ist auch noch, ja, das ist noch versiegelt. Super. Also mal gucken. Ja, auch ein schönes Produkt. Next up haben wir NicoPro Liquid Jelly Blush. Aber irgendwas ist da, da staubt hier irgendwas in dem Karton. Egal. So, NicoPro Liquid Jelly Blusher. So. Der ist jetzt hier noch so schön versiegelt. Der hat aber so ein, ich komme mal ein bisschen näher ran, einfach ein bisschen so. Der hat einen Farbton, der absolut meins ist. Das ist so in Richtung sowas bronzy, aprikomäßiges, super schön. Wie nennen, was ist das, was sagen die, was das für eine Farbe ist? Also die Marke sagt mir auch wieder gar nichts. Ich liebe das immer, wenn man so puch, neue Sachen irgendwie kennenlernt, dann in diesen Glossy-Boxen und dann gleich so viel auf einmal. Herrlich. NicoPro, das ist eine Originalgröße 8 Gramm, oder? Ja. Original. Lalalala. Oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müsste aber. Das könnten doch 8 Gramm sein, oder? Wobei der jetzt, wenn ich das so sehe, der ist schon eingetrocknet, das sehe ich jetzt nicht. Aber das ist auf alle Fälle eine Originalgröße. Sieht an der Seite irgendwie so ein bisschen komisch aus, so wie so weggetrocknet ein bisschen, aber ja, mal schauen, vielleicht mache ich ihn doch, soll ich ihn doch mal schnell ausmachen. Also das soll man, kann man auf den Finger oder auch mit einem Pinsel nutzen. Sollen wir den mal aufmachen? Ach Gott, was soll's. Wir machen ihn mal auf. Ich will jetzt einfach wissen, ich wünsche mir jetzt einfach, dass der nicht irgendwie ausgetrocknet ist oder so, weil so ein bisschen sieht so aus. Okay. Eigentlich ist es ganz schön gemacht, hier auch nochmal mit extra so einem Dingsy. Eigentlich dürfte der okay sein. Ah ja, alles gut. Nein. Super, ist richtig schön flüssig. Und wenn wir jetzt schon aufgemacht haben, Leute, dann nehme ich hier das vom Deckelchen und swatch euch den mal. Das ist wieder so ein XXL-Video. Hier mal so drauf. Also die Konsistenz ist ja echt mal schön. Kein Mensch würde natürlich jemals so viel Blush auftragen. Oh, aber das hat, das sieht man in der Kamera jetzt gar nicht so gut. Das hat so eine ganz schöne... Also erstens mal ist die Textur toll. Riecht danach was? Nee, riecht nach gar nichts. Finde ich auch nicht schlecht bei einem Blush. Ein Blush muss nach nichts bitte riechen. Und der hat so ein... Oh, also Leute, das gibt so einen richtig schönen... Das ist so ein richtiger Mary Poppins Blush. Herrlich, den werde ich auf alle Fälle verwenden. Jetzt habe ich das natürlich überall dran. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Moment, ich muss den mal wieder schnell zumachen. Schönes Produkt, toll. Also allein dafür schon, finde ich, bin ich ganz begeistert. Was kostet das, habe ich euch schon gesagt, ne? 14 Euro, 8 Gramm, Originalgröße, wunderbar. Ein tolles Ding. Ich muss endlich mal, ich habe gerade so viele neue Sachen, ich muss endlich auch mal irgendwie so ein bisschen noch mal mehr so euch Reviews drehen oder auch noch mal wieder so ein paar, ich könnte jetzt schon wieder so ein Fullface mit neuen Sachen drehen, glaube ich, oder? Ja. So, es mag jetzt hier nicht zugehen. Warum magst du jetzt nicht zugehen? Das finde ich jetzt ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Naja, das machen wir nachher. So, also, next up haben wir hier noch, ich glaube, das ist ein Mini. Das ist jetzt noch so ein Eyeshadow Chubby Stick. Ach nee, ist doch eine Full Size. 2,2 Gramm. Und zwar, warum staubt denn da? Ist irgendwas komisch. Das ist so wie so ein weißes Pulver in der Schachtel. Also ein Eyeshadow Chubby Stick von der Marke Meech & Mia. Und ich habe hier die 54, das ist so ein goldiger. Schau mal, ob man den... Ja, der ist eh schon offen. Okay, dann male ich euch den noch hier neben meinen... Ach ja, das ist so ein ganz... Ich weiß nicht, sieht man den überhaupt? Soll ich ihn vielleicht mal... Ich mache mal hier lieber hin. Ich glaube, da sieht man es besser. Ja, also so ein... Ein ganz schöner, cremiger, goldiger. Da kann man so ein bisschen Akzente setzen, auch vielleicht highlighten. Soll ja ein Eyeshadow sein. Also das ist auch,
finde ich ja auch witzig, so für den, also für den inneren Augenwinkel und so, würde ich jetzt mal so als Hingucker im Sommer auch unter die Braue machen, tatsächlich Gold, weil es so ein ganz dezentes Gold ist. Kein so glitzy Gold, sondern eher nur so ein Hauch von Gold. Kann man bestimmt auch als Highlighter tragen. Gefällt mir auch gut. Leute, also die Box, toll. Also die gefällt mir echt richtig gut. Und vor allem, da sieht man echt nochmal, also wie gesagt, da ist kein Produkt dabei gewesen, was in der deutschen Mary Poppins Edition drin war. Die habe ich euch ja, wie gesagt, letztes Mal schon im Sale, in diesem Glossy Box Sale geunboxt. Ah, so geht's zu. So, jetzt habe ich auch den Blush zugekriegt. Ja, krass. Und das Krasse ist, wir sind jetzt schon so weit im Video drin und ich habe gerade mal zwei Boxen ausgepackt. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen sputen. Lalalala. So, next up, hier so eine ganz klassische, keine LE, also keine besondere Box oder so, eine ganz normale. Wir machen auf, ich schmeiß ja, hey, hier schaut es schon wieder aus, am Tisch meine ich. So, wir machen auf Under the Sea. Wie gesagt, ich bin ja kein Glossybox-Abonnent normal, ich schlage immer nur beim Sale zu. Und deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht, was mich bei Under the Sea erwartet. So beim ersten Reingucken, ja, das könnte durchaus wieder was für mich sein. Lassen wir uns mal überraschen. So, wir gucken zusammen rein. So sieht die aus. Was haben wir oben drauf? Irgend so ein Abnehmzeug für irgend so ein Programm. Oh, nein! Ach, geil! Moment. Oh, da freue ich mich. Aber ach da, nein, wie cool. Ach, cool. Und das ist auch ein Full-Size-Produkt. Jetzt, Moment, ich zeige es euch. Und zwar von dieser Kooperation von Karl Lagerfeld noch mit Model Co. oder Modell Co. Ist hier noch ein Eyeliner? Ja, Eyeliner. Dark Brown. Oder, nee, ach so, oder ist es... Genau, also diese Modell Co., das ist ja so eine australische Marke. Sourcil, ist das jetzt braun? Ist das eine Braun oder ein Eyeliner? Tja, hättest du mal in Französisch besser aufgepasst, Kind. Ha! Wo habe ich... Also, Augenbrauen. Oh, das ist natürlich aber ein bisschen dunkel für mich. Mal schauen. Ich finde es immer so geil, dann heißt es australische Marke und dann aber made in Taiwan. Naja, ist ja immer irgendwie so. Keine Ahnung. Also ich kann euch jetzt auch gar nicht sagen, was es für ein Farbton ist, oder? Kann ich euch das sagen? Es hat ein schöner, satter Braunton. So sieht er aus. Wirklich sehr, schon sehr dunkelbraun. Muss ich mal gucken. Ja, also ich werde ihn auf alle Fälle ausprobieren. Aber jetzt nicht gerade. Mal gucken. Ja, so ein Augenbrauenstift und dann finde ich die Kooperation so, ach, wobei, da hätte ich ja fast lieber irgendwie Lip Gloss da gehabt. Naja, komm, sei jetzt nicht undankbar. Originalgröße wieder hätte normalerweise 23 Euro gekostet. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, weiter geht's. Was habe ich hier? Ach, da ist so viel schön Dekoratives bei diesen französischen Boxen. Ich bin begeistert. Oh, das sieht aber hübsch aus. Guckst du hier? Was ist das? Ich dachte es gerade, das ist ein Mono-Eyeshadow, aber steht irgendwas mit Step 3 drauf. Manacadar Beauty. Abracadabra Beauty, nein. Manacadar Perfecting Powder. Made in China. Ist halt so. Sieht aber ganz lustig aus, hat so eine Prägung. Sieht man, es spiegelt, glaube ich, jetzt ein bisschen, ne? Also, jetzt schauen wir mal hier rein, was das ist. Sieht mir auch nach Originalprodukt aus. Nee. Manacadar. HD Perfecting Powder. Ja, sowas kann man immer gebrauchen, oder? Ist dann quasi so abschließend so ein, wahrscheinlich wie so ein Filter irgendwie. 23 Euro, auch eine Originalgröße. Also Leute, da sind echt ganz geile Sachen drin. Mache ich jetzt aber auch nicht auf, ehrlich gesagt. Weil ich so viel von diesen Sachen gerade in Benutzung habe. Aber werde ich irgendwann mal testen. Oder vielleicht landet es auch in der Verlosung. Müssen wir nochmal gucken. Das ist ja witzig. Guck mal, Monu Skin, das ist ja das, was in dieser Männerbox drin war. Da muss ich meinem Mann gar nicht seins wegstiebitzen, sondern habe mein eigenes gekriegt. Line Smoothing Eye Cool Gel mit Arnica und Siberian Ginseng. So. Ach ja, da freue ich mich. Refreshing Gel gegen Puffiness und Dark Circles. Kann man im Sommer auch immer gut gebrauchen, kommt in den Kühlschrank und dann ist es bestimmt, ich guck mal, was da für ein Applikator ist. Wow,
Okay, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Da kommt es gleich schon so rausgeplätschelt. So eine gelige Konsistenz. Aber dann kann ich auch dran riechen. Riecht ziemlich nach fast nix. Und ist eine schöne Geltextur. Kommt halt in den Kühlschrank und dann. Und hat auch so einen erfrischenden Effekt jetzt schon so auf die Haut aufgetragen. Ja, kann man durchaus gebrauchen. Doch, doch. Dann darf mein Mann seinen Augengel behalten. So, was haben wir hier? Monoskin Eye Cool Gel. Ist das eine 15 ml? Also ist es ein Originalprodukt. Aber komisch ist, dass es anders aussieht. Das ist jetzt so eine Tube, ja, und in dem Heftchen ist es aber so ein eher so ein Flakon-mäßig, also sowas zum Drücken eigentlich, egal. Naja, also heißt, es ist eine Full-Size mit 15 ml und würde normalerweise 28,50 Euro kosten. Also das ist mal echt, ich schreibe euch auf alle Fälle irgendwo die Preise hin, weil das finde ich schon echt gut. Ihr wisst, habt im Hinterkopf, jetzt habe ich schon drei Produkte hier, die irgendwie zusammen schon fast an die 60 Euro sind oder sogar drüber schon, nee, drüber, schon bei 70 Euro sind wir jetzt mit diesen drei Produkten. Und ich habe gerade mal 7 Euro gezahlt für die Box. Also das ist schon echt glatt. Und vor allem, ich finde es auch so herrlich, weil dann hat man auch immer wieder mal was zum Verschenken, zum Verlosen etc. So, jetzt habe ich nebenher schon das nächste rausgeholt. Sea Water Hairspray. Oh ja, das werde ich auf alle Fälle für mich behalten. Das liebe ich ja, da kann ich für meine Beach Waves. Ach komm, das sprühen wir gleich mal. Dann kann ich euch gleich sagen, wie das duftet. So, mal ein bisschen. Nicht ins. Oh, lecker. Soll ich mal ein bisschen heller drehen? Nee, ist auch keine gute Idee. Seawater Hairspray. Sehr viel mehr steht jetzt auf der Packung auch nicht drauf. Jetzt schauen wir mal raus, ob wir rauskriegen, was das für eine Marke ist. California Glam. Señor de Bonfim. Bonfim. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt irgendwie Spanisch oder Französisch? I don't know. Seawater Hairspray. Das sind. Ach, das ist auch wieder eine Full-Size. Nee, das kann ja nicht sein. 50 sind noch keine. Doch. Ach, krass. Sind es 50 ml? Könnte schon sein. Doch, 50 ml ist auch ein Full-Size und kostet normalerweise 18 Euro. Für einen Beach Girl Ultra Glamour und Sexy Look. Ja. Challenge accepted. Okay. Auch cool. Ich liebe Glossy Boxes. Das ist echt wieder wie Weihnachten. Oh, da ist noch was von Purelei drin. Hier so ein kleines, nettes Armbändchen. Under the Sea. Das wird weitergeschenkt auf alle Fälle. Bei mir fliegen diese Dinger sonst immer nur rum. Ich finde es ja total süß. Da sind so kleine Muscheln drauf und so. Ein ganz süßes Bändchen. Das gebe ich aber weiter. Wahrscheinlich verschenke ich das. So. Und, oh. Das sieht jetzt schon ein bisschen lustig. Das ist so ein bisschen wie so eingetrocknet. So als hätte es so. Sieht man da irgendein Haltbarkeitsdatum? Also das sieht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen komisch platt, als hätte da jemand schon die Hälfte rausgedrückt. Ich bin gespannt. Also, Marilou Bio Osaktiv Marine, also irgend so ein Marine-Kram. Ein Gelcreme Vital, Vitalité. Also einfach eine leichte Tagespflege, ne? Von normale und Mischhaut. Und jetzt lasst uns mal hier reinschauen. Da hätte man von Marilou Bio, glaube ich, gab es was zur Auswahl, oder? Gelcreme Vitalité Jour. Und das sind die Original, das ist jetzt keine Originalgröße, das ist quasi eine Probe. Die Original wäre 50 ml gewesen. Das sind jetzt 20 ml. Ja, so, ich gucke jetzt mal. Es wundert mich ein bisschen, dass die so komisch einge... Aber, was ja schon mal gut ist, die ist, ihr seht, die ist hier noch versiegelt. Ja, muss man dann einfach ausprobieren. Warum auch immer die, keine Ahnung, warum die jetzt so gequetscht ist. Ein bisschen komisch. Wobei ja schon schön ist für eine Probiergröße, dass die versiegelt ist. Das ist ja auch nicht immer üblich. Da steht jetzt nicht, ob die irgendwie, sieht nicht so aus, ob die abgelaufen ist oder so. Also ich werde sie auf alle Fälle mal ausprobieren dann. Keine Ahnung. Schauen wir halt mal. So, und ich glaube, das war es mit dieser Box. Wir haben aber noch eine. Eine haben wir noch. Und ich glaube, oh Gott, das wird echt ein ewiges Video. Sorry, aber ich glaube, euch macht das ja Spaß. Also mir macht es Spaß. So, letzte Box. Ich öffne mal.
Und wir haben Make-A-Wish steht da drauf. So sieht sie aus. Sieht auch schon wieder sehr fancy aus. Glossy Hex, ich bin so gespannt. Ich hoffe, meine schwedische Vierer-Bundle kommt noch. So. Make-A-Wish. Oh, das sieht auch wieder sehr schön. Ich glaube, da sind auch wieder sehr, sehr coole Sachen drin. Gut. So. Bevor wir jetzt zu sehr spitzen, machen wir einfach mal auf. Und dann muss ich ja natürlich endlich auch mal was an euch noch verlosen. Was ist denn hier drin? Sweetheart Jewel Candle. Jewel Candle. Ach, sind das diese... Ach so, da ist dann ein kleines Armband drin. Ach so, das ist die Winteredition. Deswegen sind hier kleine Schneeflöckchen drauf, ja. Okay. Und was ist dann? Da ist dann ein Bracelet, steht hier. Da ist dann so ein... Ach, süß. Okay. Und das ist eben eine Full-Size, ja. Okay, und da ist eine ein Silberarmband drin. Ist ja hübsch, oder? 130 Gramm, eine Kerze. Wisst ihr was? Das wird unser Giveaway. Ja? Giveaway für euch. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr unten in der Box. Oder? Ich glaube, ihr seid auch Kerzen- und Schmuckfans. Vielleicht packe ich noch die eine oder andere Überraschung mit dran. Mal gucken. Aber auf alle Fälle, das wird das Giveaway. Ja, das ist einfach eine Jewel Candle. Und ich weiß gar nicht, da riecht jetzt irgendwie nichts durch. Aber gut, das wird eher... Gut, die heißt Winter Wonderland. Ich weiß nicht, ist das ein Duft, den es so gibt? Weiß ich gar nicht. Ja, also schreibt mir unten rein, ob ihr den Duft kennt oder ob es die halt so auch so gibt. Ich weiß gar nicht. Ja, also... Giveaway an euch. So, dann, ich glaube, das gehört zusammen, oder? Diese drei. Sieht zumindest so aus. Also, genau, die kostet, hat einen Wert von 23 Euro. Ah, so. Hier habe ich ein lustiges kleines Handtrio. Und da, das sind drei Proben, oder? Nee. Das ist auch wieder ein Full-Size. Ach, das ist ein, ach so, das gehört schon so als Trio, ja? Spirit Time, oh Gott, sind die süß. Die kleinen so in Pastellfarben. Spirit Time ist die Marke und dann sind es einfach verschiedene Handcremes. Einmal gibt es hier das Gelbe, ist Gourmet Time. Dann haben wir hier Fruity Time und Flower Time. Och, wie süß. Hübsch. Sehen bestimmt auch Fotos aus sehr gut aus. Och, herrlich. Ist einfach zu viel. Also 4,90 Euro kosten die zusammen. Jedes hat 10 ml, 30 ml zusammen. Ja, und... Nach verschiedenen. Vanille ist da drin. Das ist diese Gourmet. Diese gelbe ist mit Vanille, Gourmet Time. Dann sind da hier irgendwie bei Fruit Time verschiedene Früchte. Da steht jetzt nicht genau, was drin ist. Und dann auch bei den Blütenduft steht auch nichts genaueres. So, okay. Was richtig geil ist, wo ich mich jetzt echt total freue, weil ich dringend eine neue brauche. Eine Wimpernzange. Und vor allem auch so fancy hier in diesem Roségold. Die ist doch hübsch, oder? Ich finde die echt schön. Da freue ich mich jetzt richtig drüber. Voll cool. Von was ist denn die eigentlich? Imité-Make-up oder Imit-Make-up. Würde normalerweise auch 23 Euro kosten. Ladies, das war echt voller Erfolg. So viel Dekoratives. Ich bin im siebten Glossy-Box-Himmel. Ich sag's euch. Voll Glück. Diese französischen Boxen sind ja der Hammer. So. Hier haben wir von Bellapierre. Ich glaube, ich habe tatsächlich nichts von Bellapierre. Oder doch, ich glaube, irgendein Highlighter oder so ein Gloss. Oder habe ich den auch schon weitergeschenkt? Ich weiß es nicht. Bellapierre Shimmer Roll-On. Das ist auch ein Full-Size-Produkt. 2 Gramm, so sieht es aus. So ein schöner, goldiger, bronzy Ding. Body, Face, Eyes. Okay, gucken, lass uns mal kurz gucken. Und es ist wirklich ein, wenn die sagen Roll-On, dann meinen sie Roll-On. Sieht aus, als wäre der schon benutzt. Aber ist auch noch, also sieht schon noch voll aus. Komm, wir testen den jetzt einfach mal. Ich rolle hier mal drüber. Oh, schön. Boah, der ist echt geil. Sieht man das? Sieht man? Ja, da so. Ja, genau, da seht ihr es. Oh, schön. Finde ich auch praktisch. Quietscht ein bisschen. Geil. Voll gut.
Und dann, ich glaube, den hatte ich schon mal in irgendeiner Glossybox drin, von, passt auf, wie heißt die Marke? Douce oder Douce mit 2C geschrieben. Relentless Matte Lip Crayon. Und in Winterberry. Auch sehr schön. Ich glaube, genau den hatte ich schon mal drin. Und das ist auch eine Originalgröße und kostet 22 Euro, Leute. Kann man nicht meckern. Ich mache den mal ganz vorsichtig auf. Ich glaube, habe ich den nicht letztes Mal verlost? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist ein richtig schöner Rotton. Wirklich ein tolles Rot. Und jetzt weiß ich nicht, wenn ich den selber nicht verwenden sollte, ist sowas, verschenke ich auch immer sehr, sehr gern. Habe ich auch viele, die sich darüber freuen. Ja. Leute, ich bin völlig platt. Das ist ganz schön. Es ist immer herrlich, aber es sind auch so gut, dass jetzt nicht schon alle 8 Boxen da waren, weil das wäre, glaube ich, eine Stunde lang geworden, das Video. Also, so. Also noch kurz als Reminder. Das ist euer Giveaway. Euer Gewinn. Das verlose ich an euch. Schaut bitte unten in die Infobox rein, da steht alles dazu. Und ja, so insgesamt muss ich echt sagen, krass. Also, ihr werdet jetzt hier irgendwo einmal sehen, was ich für diese 4 Boxen bezahlt habe insgesamt und was der Gesamtwert von allen Produkten war, die ich jetzt hier drin habe. Und das ist schon echt immer geil. Also, liebe Claudi, tausend Dank für diesen Reminder. Boah, echt voll gut. Ja, Mädels, ich werde jetzt noch in Ruhe ein bisschen hier weiter durchstöbern. Muss dann natürlich auch irgendwie noch mal ein bisschen Fotos machen und so für Insta. Auf Instagram könnt ihr übrigens auch gerne mal vorbeischauen. Da habe ich jetzt auch aktuell ja auch noch eine Verlosung laufen. Und da freue ich mich auch immer, wenn ihr da kurz vorbeispitzt. Und ansonsten schreibt mir gerne euer Feedback unten rein, wie ihr die Boxen so fandet, ob ihr selber zugeschlagen habt und was ihr euch geholt habt. Und drückt mir die Daumen, dass mein schwedisches Bundle noch ankommt. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Gut, dann erstmal noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ich schaffe es heute noch. Und sonst vielleicht ist auch schon Montag. Seht ihr dann ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald wieder hier auf Katis Kosmos. Tschüss.